Knapp eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking sind heute die olympischen Dörfer für die Athleten geöffnet worden. Wegen der angespannten pandemischen Lage, aber ohne feierliche Zeremonien. Die Athleten werden unter strengen Vorsichtsmaßnahmen von der Außenwelt abgeschirmt und täglich PCR getestet, so die Veranstalter. So soll verhindert werden, dass das Virus durch die ausländischen Gäste nach China eingeschleppt wird. Das bevölkerungsreichste Land der Erde hat derzeit nur einige Dutzend Infektionen pro Tag. Die 24. Olympischen Winterspiele werden am Freitag kommender Woche eröffnet. Zugeschaltet aus Peking ist mir jetzt unser China-Korrespondent Fabian Kretschmer. Herr Kretschmer, die olympischen Dörfer sind ja für die Winterspiele geöffnet, aber die Olympiateilnehmer, die sind praktisch abgeschnitten von der Außenwelt und von ihrem Gastland. Wie genau sieht denn das Corona-Reglement jetzt aus? Ja, das hat eigentlich sogar schon vor der Abfahrt nach Peking begonnen. Da muss jeder Teilnehmer eine App herunterladen. Da werden dann die Corona-Daten, also die PCR-Testergebnisse und so weiter, drauf gespeichert. Und was harmlos klingt, hat schon für ordentlich Kritik gesorgt, weil Forscher aus Toronto dort Sicherheitsmängel und Spionagebedenken geäußert haben. Und ja, dann in den olympischen Dörfern, ich habe es mir auch angeschaut, das wird relativ streng genommen. Also da ist man ja quasi wirklich abgezäunt, also man hat keinen physischen Kontakt zur Außenwelt und ist auch teilweise insofern abgeschnitten, dass dann selbst Lieferungen von außerhalb, also Paketdienste, gar keinen Zugang erhalten. Und natürlich muss man dann täglich PCR-Tests machen und ja, wenn man dann positiv testet, also quasi nachweislich infiziert ist, dann wird man sofort isoliert und das ist relativ streng, also da prallen quasi zwei Vorstellungen, wie man mit dem Virus umgeht, aufeinander. Denn hier ist Zero Covid, hier gibt es mehrere Dutzend Fälle nur bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden und hier werden außerhalb der Olympia-Bubble ja für wenige Fälle schon ganze Wohnblöcke mit 10.000 Leuten einfach abgeriegelt. Wie streng sind denn die Kontrollen von Sportlern, aber auch von den Zuschauern? Ja, Zuschauer ist ein gutes Stichwort. Es wird ja eigentlich keine Ticketverkäufe zumindest geben. Zuschauer werden wahrscheinlich zugelassen, die werden dann handverlesen sein und auch je nachdem, wie gerade die Omikron-Ausbreitung ist, ob das weiter unter Kontrolle ist oder nicht, wird man das dann auch einschränken. Das heißt, das wurde stark zurückgefahren. Ursprünglich hatte man eigentlich mit vollen Zuschauerrängen geplant. Jetzt ist es so, dass der Staat quasi spontan auswählt, wer dann die Tickets bekommt und die Bevölkerung hat davon eigentlich nicht so viel. Ja, und von den Athleten, da gibt es ja auch schon allein sehr viel Protest. Was ist jetzt genau der PCR, also der Antikörperwert, der noch zulässig ist oder nicht? Das ist alles hier sehr viel strenger in China und es gab ja einige Rodler, jetzt auch Deutsche, die schon so ein Schreckenserlebnis hatten bei Testergebnissen. Also ein Rodler zum Beispiel musste dann nach einem falsch positiven Test für über 48 Stunden in so einer Abstellkammer sich isolieren und da hat sich dann herausgestellt, okay, das war jetzt doch Fehlalarm. Aber da haben die Leute gemerkt, es ist wirklich ernst. Und hier in Peking wird man sogar dazu aufgefordert, dass wenn eines von diesen Olympiafahrzeugen mit Teilnehmern, also Athleten oder Journalisten, durch die Stadt von einer Stätte zur anderen Stätte fährt und die einen Unfall haben, dann soll man dort nicht hingehen und den Leuten helfen, einfach aus Angst, es könnte vielleicht das Virus in die Bevölkerung umspringen. Und da sieht man schon mal, was für eine Paranoia hier herrscht. Wie geht China denn damit um, dass ja auch viele internationale Politiker die Spiele aus Protest gegen die Menschenrechtsverletzungen boykottieren? Ja, ich besuche ja relativ regelmäßig die Regierungspressekonferenzen. Da heißt es dann immer, die Kritik an der Menschenrechtssituation, das sind alles Lügen westlicher Medien und man solle den Sport nicht politisieren. Gleichzeitig politisiert man natürlich selber den Sport und geht einfach inhaltlich auf diese Fragen gar nicht ein. Also ich würde sagen, es ist eine Art Ignoranz. Man schirmt sich ab und will sich damit eigentlich nicht auseinandersetzen, sondern streitet es einfach grundwegs ab. Einschätzungen aus Peking von unserem China-Korrespondenten Fabian Kretschmer. Herzlichen Dank.